Jo Leute, was geht? Heute spielen wir in GTA 5 als ein Ninja. Ja, ihr habt richtig gehört, Leute. Franklin ist einer der bestausgebildeten Ninjas überhaupt in Los Santos, denn er trainiert auch Leute in dem besten Dojo in der gesamten Stadt. Und Leute, Franklin ist gerade in einer richtigen Meditationsphase, denn er sammelt nämlich seine Kräfte. Sein Meister hat ihm gesagt, er soll jetzt für einige Stunden meditieren, damit seine Kräfte sich wirklich maximieren können. Und ich würde sagen, wir sind jetzt kurz vor Ende, Leute. Und Franklin, es ist Zeit, jetzt mein Freund aufzustehen und deine Kräfte mal zu zeigen, was du drauf hast. So, Franklin, also, ich bin mal gespannt, Leute, denn ich habe mir sagen lassen, dass er wirklich richtig gute Kräfte hat. Und Leute, wir befinden uns aktuell hier natürlich auch in diesem Dojo, was ich euch schon einmal gezeigt habe, aber es einfach wirklich wunderschön aussieht, Leute. Hier kann man wirklich perfekt seine Ninja-Fähigkeiten trainieren und auch unter Beweis stellen. Und aus dem Grund würde ich sagen, Leute, wir werden dieses Dojo jetzt erstmal verlassen, Leute. Aber nicht durch die Tür, Leute, sondern durch eine andere Methode, Leute. Und zwar kann Franklin, bam, yo, oh mein Gott, Leute, er kann springen und er kann sich mit einer Hand tatsächlich an diesem Hang festhalten. Alter, das ist auf jeden Fall Einsatz, mein Freund. Yo, oh, 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 vorsichtig, okay. Warte mal kurz, können wir eigentlich vielleicht, wir gehen einfach doch durch die Tür durch, Leute. Deswegen, ich glaube, so kann ich auf jeden Fall besser zeigen. Wir können auf jeden Fall springen wie ein Ninja. Also, das sieht zwar nicht wirklich aus wie ein Ninja, Leute, aber wir können halt wirklich unsere gesamten Kräfte mobilisieren und uns zum Beispiel an diesen Baum hangeln, Leute. Das kann er normalerweise nicht, aber er hat's drauf, Leute. Franklin kann das auf jeden Fall. Und natürlich hat er auch komplett andere Fähigkeiten, die ich euch jetzt zeigen werde, Leute. So, warte, wie ging das nochmal? Ich glaube, ich muss T drücken und ja, dann seht ihr, Leute, ich kann ihn auf jeden Fall, oder sie, ich kann sie jetzt einfach anheben und dann könnte ich sagen, yo, ich nehme sie jetzt einfach mal mit und was mache ich dann? Ich drücke einfach Q und dann, ups, die fliegt einfach weg, Leute. Ich werfe sie einfach weg und ja, da fällt sie auch schon runter und ja, alles. Die hat das überlebt? Entschuldigen Sie bitte? Hallo? Warte mal kurz. Die hat das, als ob die das überlebt hat. Ups. Okay, warte. Nee. Warte, die hat einen Sturz überlebt. Aber wenn ich hier ganz kurz auf den Kopf haue, dann ist sie down? Okay. Auf jeden Fall, Leute, werde ich euch noch weitere Fähigkeiten zeigen, die Franklin als ein Ninja hat, Freunde. Deswegen, wenn es euch gefällt und wenn ihr mehr GTA 5 Mod-Videos sehen wollt, dann wisst ihr natürlich, Freunde, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da für den Support. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt auf den roten Abonnieren-Button, Leute. Die Aktiven unter euch, Ehrenmänner und natürlich auch Ehrenfrauen. Und ich würde sagen, Freunde, wir starten jetzt aber mit dem Video. Als erstes würde ich sagen, Leute, schauen wir mal, was wir tatsächlich mit dieser Fähigkeit machen können. Wir versuchen jetzt einfach mal als erstes, Leute, eine Challenge. Das funktioniert? Leute, er kann sich einfach an der Ampel festhalten. Und jetzt ist grün, meine Damen und Herren. Jetzt können sie alle fahren. Genau, es ist grün. Ihr könnt jetzt alle fahren. Ich beobachte das Ganze aus nächster Nähe. Alter, Franklin wäre wirklich der perfekte Bauarbeiter. Der bräuchte auf jeden Fall keine Sicherung. Und ja, mein Spiel ist abgestürzt. Ja, perfekt. Okay, Leute, wir probieren jetzt eine Sache, die ist wirklich nicht sehr leicht. Und zwar versuchen wir alleine mit unseren ganzen Greiffähigkeiten und Sprungfähigkeiten auf den gesamten Macebank Tower draufzukommen, ohne die Türen oder Treppen zu benutzen. Und deswegen würde ich sagen, wir springen erstmal, mein Freund Franklin. Und oh, oh, hat das funktioniert? Es funktioniert tatsächlich. Wir springen sogar 2 Etagen pro Sprung hoch. Okay, Franklin, mach weiter. Mach weiter. Alter, das ist so krass. Also, was für ein kranker Ninja muss der Typ bitte sein, dass der es in der Luft schafft, beim Abspringen irgendwie magnetisch sich wieder an das Haus zu binden. Okay, wie hoch sind wir mittlerweile? So, what? Wir sind so hoch mittlerweile schon gekommen. Okay, Franklin, es ist, glaube ich, nicht mehr allzu weit. Probier es weiter. Ich glaube an dich. Ich denke, wir sind... Oh, wir sind schon sehr weit oben, Leute. Wir sind schon fast an der Höhe. Alter, das ist ja heftig. Komm, wir sichern uns hier an einem Checkpoint ab. So, falls wir runterfallen sollten, würden wir hier kommen. Aber Franklin, mein Freund, du bist auf jeden Fall krass drauf. So, und... Oh mein Gott. Warte kurz. Leute, was ist mit dem Typen los? Was ist mit dem Typen los? Okay, können wir auf die andere Seite dann drauf springen? Okay, Franklin, spring! Yo, was? Wie weit kommen wir denn? Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Können wir uns da festhalten? Das wird knapp. Boah, das war aber ganz schön knapp, mein Freund. Alter. Okay, na, ja, okay, er schlägt auch noch in der Luft. Okay, er kann natürlich auch in der Luft weiter noch schlagen und so weiter. So, jetzt würde ich sagen, nehmen wir einfach mal uns dich vor. Und zwar schauen wir mal. Oh, nein, nicht springen, Franklin. Nicht springen. So, dich nehmen wir mal mit. Und wir können dann Folgendes machen, Leute. Wenn ich jetzt nochmal diese Taste drücke, dann schaut mal, was er machen kann. So, und bam.
Er kann sie einfach so richtig bam auf den Boden schmeißen. Okay, aber das ist natürlich nicht die letzte Fähigkeit, die wir haben. Wir haben sogar noch Elementarfähigkeiten, Leute. Wie Avatar der Herr der Elemente. Und glaubt mir, das wird zu heftig, wenn ihr das gleich seht. So, jetzt würde ich sagen, als nächstes ist sie dran. Okay, was muss ich als nächstes machen? Also, wir können in der Luft einen Izona-Throw machen. Ich bin kein Japaner, ich weiß nicht, was ein Izona-Throw ist. Aber ich drücke in der Luft jetzt Z und BOOM! Habt ihr das gerade gesehen? Der ist so... runtergestürzt. Alles klar. Nicer Trick, Franklin. Kannst du es normal machen? So und bam. Und $15. Dankeschön für die $15. Wir haben echt nicht viel Geld am Start gerade. So, jetzt fragt ihr euch aber bestimmt, ey, ID-Zock, der ist ja ganz nice so mit den Ninja-Fähigkeiten. Und der kann auch ziemlich hoch springen und werfen. Was kann er aber noch? Und Leute, glaubt mir, das ist einfach nicht normal. So, bevor ich euch die Fähigkeit zeige, natürlich, Leute, jeder Ninja braucht so etwas. Und zwar, Freunde, seine eigene Katana. So, Leute, hier habe ich meine eigene Katana. Und Franklin sollte es lieber nicht mit der anderen Hand das Ende der Klinge anfassen. Wahrscheinlich sorgt er dafür einfach für Stabilität. Aber yo, mit der Katana können wir auf jeden Fall viel machen. Und ich brauche einfach einen Passagier, einen Fußgänger. Irgendjemand, der hier rumläuft. Hallo? Ein NPC da hinten. Ah, da sind welche NPCs. Oh, wir springen. Stimmt, ich habe voll vergessen, dass wir wieder springen können. So, und bam! In der Luft. Und weiter geht's. So. Zack. Und zack. Ach, komm. Und, okay, Franklin, du solltest definitiv an deinen Nahkampffähigkeiten noch üben. Ich glaube, du kannst das ganz gut. Das Springen kannst du gut, aber nutz mal deine Katana, Franklin. Hör auf zu treten. Jetzt, genau. So. Und jetzt in der Luft. Bam! Oh mein Gott, wenn das funktioniert. So, bam. Oh mein Gott, wir müssen das probieren. Und zack. Alter, das ist nicht leicht. Und nein. Komm, wir müssen das timen. Let's go. Yes. Es hat funktioniert, Freunde. Aus der Luft. Aus der Luft mit der Katana haben wir den getroffen. Jetzt aber würde ich sagen, es ist Zeit, euch die Kräfte zu zeigen, Freunde. Und die sind unglaublich. Ihr seht nämlich hier unten so Ninjutsu Fire Style. Also wir haben jetzt hier einen Feuerstil freigeschaltet. Und ich glaube, wir können sogar wechseln zwischen den Elementen. Wir können sogar noch Wasser auswählen. Und wir können Erde auswählen, Leute. Okay, da würde ich sagen, probieren wir doch einfach mal Erde aus. Was macht das eigentlich? Also ich müsste dafür zielen und dann T drücken. Passiert da was? Franklin, was machst du da für eine Bewegung? Wow! Wow! Ey, mach das nochmal mit deiner Handbewegung und dann... Okay, und bam, Junge. Alter, die sind einfach... Yo, die fahren einfach... Alter, die haben eine Rampe oder sowas gebaut. Ich habe hier einfach eine Rampe gebaut, Leute, mit dieser Laterne. Alter, ist das krass, Freunde. Wir können einfach so ein kleines Erdbeben machen. Übrigens, wundert euch nicht, ich habe keine Ahnung, was das überhaupt für Handzeichen sind, die Franklin da macht gerade so. Schaut mal hier, so, und bam, Junge. Alter, das ist richtig Feedback. Komm, mach's nochmal, Franklin. So, und bam, Junge. Hey Leute, ich fühle mich wie so ein kleines Kind, ey. Ich bin ehrlich, so wie so ein neunjähriges Kind fühle ich mich einfach. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Wir können rumspringen, wir können hängen. Können wir auch in einen Baum rein oder sowas? Können wir uns an einem Baum festhalten? Okay. Alles klar. Franklin kann auch an Bäumen sich festhalten. Kann er denn aber auch sich an der Laterne da hinten festhalten? Funktioniert das? So, Ich weiß nicht wie. Franklin, du bist einfach krank. Er ist einfach krank, Leute. Oh mein Gott. Wir haben uns an die Laterne tatsächlich drangehangen. Alles klar, dass das funktioniert hat, dachte ich sogar gar nicht. So, ey, yo, wollt ihr den kleinen Zaubertrick sehen? Hier, schaut mal den kleinen Zaubertrick, den ich habe. Bam. Okay, die waren nicht so beeindruckt. Also, können wir natürlich zwischen den Elementen wechseln. Wir haben natürlich noch andere Kräfte, Leute. Und zwar ist das nämlich hier. Wir können noch zwischen... Feuer! Okay, wie auch immer Franklin mit seinen Ninja-Fähigkeiten Feuer machen will, der muss ja verrückt sein. Und wir haben auch Wasserstil. Alles klar, dann würde ich sagen, wir probieren mal den Feuerstil aus, mein Freund. So, und die laufen schon weg. So, nein, 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 nicht so schnell, okay? Ninja Franklin wird seine Kräfte für das Gute einsetzen. Nee, ja, nicht fürs Gute. Wird ein bisschen Spaß in das Santos haben. Okay, wir probieren mal, was passiert. So, und er macht wieder seine Handbewegung. Ich glaube, das ist irgendwie... What? Er kann einfach Feuer speien! Franklin, du hast einfach einen Feueratem. Bist du der Feuerlord oder so? Sind wir hier bei Avatar, der Herr der Elemente? Ich glaube, der ist einfach der Avatar geworden. Ich glaube, in diesem Dojo hat man ihm einfach alle Elemente beigebracht. Die Flugfähigkeit mit diesen ganzen Sprüngen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Luft. Okay, ich muss das nochmal machen, Leute. Und Feuer, let's go. irgendwie brennen die Autos nicht an. Hallo? Warum brennen denn die Autos nicht? Oh, jetzt brennen sie, aber erst, wenn sie aussteigen. Okay.
Alles klar, alle vier Reifen. Können wir das auch aus der Luft machen? Also wenn... Oh mein Gott, no way. Nein, können wir nicht, oder? Können wir nicht? Können wir doch? Wir probieren es nochmal. Stopp, ich habe einen kleinen Zaubertrick. Bam! Okay, nein. Wenn ich springe, dann geht die Animation weg, Leute. Dann können wir auch mit unserer Feuerfähigkeit. Und dann haben wir natürlich noch eine andere Fähigkeit. Und wir haben, Leute, die sogenannte... Wie kann ich das nochmal spawnen oder triggern? Die Wasserfähigkeit, Leute. Und die bin ich mal gespannt. Was soll ich jetzt darunter verstehen? Wird er jetzt hier Wasser speien oder so? Okay, Franklin, mach deine... Wie auch immer, deine Ninja-Fähigkeiten. Ich versuch's nachzumachen. Und... What? Alter, das ist kein Wasserstrahl. Das ist eine Wasserbombe, mein Freund. Der hat einfach das Fahrzeug... Wieso fahren alle LKWs und alle Fahrzeuge eigentlich über diese Laternen? Die nutzen die als Rampe. Franklin, was war das, bitteschön? Probier's nochmal. Okay, so... Bam! Einfach ein Wasserball. Das Meerjungfrau, Mann und Blaubarschbube. Mit seinem Wasserball. Nur in seiner Primetime, sage ich dir. Okay, jetzt pass ich mal auf. Bam! Alter! Alter, das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Also, wir können auf jeden Fall sehen. Wir schauen mal, wie weit er das Fahrzeug bringt. Wir schauen mal. So, Franklin nutzt seine Fähigkeiten. Konzentrier dich und boom! Das Fahrzeug haben wir definitiv bis zum Ende der... Und er hat sogar einen Unfall verursacht. Oh, warte, hier ist ein Motorrad. Gib mir dein Motorrad. Ich bin gerade aufs Motorrad draufgesprungen und hab den gestoßen. Warte mal kurz. Ey, ich versuch's nochmal. Ey, stopp. Franklin, du weißt, was zu tun ist. Du musst ihn auf jeden Fall von dem Motorrad werfen. So, wir probieren's nochmal. Und jetzt mach deine Animation, Franklin. Schmeiß ihn vom Motorrad. Bop. Ich habe alle Fahrzeuge weggespült. Wo ist das Motorrad? Ich brauche das. Ich suche das Motorrad. Ah, da ist es, Leute. Ich habe das Motorrad. Okay, perfekt, Franklin. Dann steig mal aufs Motorrad drauf. So, oh mein Gott. Das ist, Leute, nice. Jetzt haben wir ein Motorrad am Start. Und ich weiß nicht, kann man damit jetzt vielleicht noch... Ja, okay, wir können Wheelie machen. Das kann natürlich ein Ninja, Leute. Natürlich kann ein Ninja Wheelies mit dem Motorrad machen. Aber eine Fähigkeit, die ihr, glaube ich, alle unterschätzt habt, ist, dass auch Franklin... Nein, 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 nein. Was machst du da, Franklin? Was soll das? Nein. Okay, ja, die Fähigkeit, aus dem Motorrad auszusteigen. Ich dachte, er kann vielleicht noch in der Luft damit springen. Leider ist ihm nicht so, Freunde. So, dich nehmen wir jetzt einfach und... So, alles klar. Du machst hier keinen Ärger, okay? Du belästigst hier die Passagiere und die Bewohner von Los Santos nicht, okay? Hast du verstanden? Und jetzt raus hier! Weg mit dir! Auf das Dach! Und das wird er nie überstehen. Das wird er nicht überstehen. Der wird nicht aufstehen. Was?! Okay, weißt du was, mein Freund? Das war's jetzt. Das war's jetzt. Du kriegst von mir jetzt die maximale Strafe, okay? Bam! Wie? Der lebt noch? Okay, Leute, das ist der Endboss. Das ist der Endboss! Ich werde dich schon zum Schweigen kriegen, okay? Bam! Gegen das Gebäude. Wenn er das überstanden hat, was ich nicht glaube, dann ist der Typ auf jeden Fall der Feuerlord. Okay, er ist nicht der Feuerlord. Der hat es nicht überstanden. Ey, und ihr, was macht ihr für Fotos? Hey, 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 keine Fotos, okay? Keine Fotos hier. Stopp! Hör auf mit den Fotos! Bam! Jetzt möchte ich aber, Leute, mit meinen neuen Ninja-Fähigkeiten einen würdigen Gegner für ein 1 gegen 1, einen ultimativen Kampf. Und zwar wird Franklin mit seinen Avatar-Herr-der-Elemente-Fähigkeiten punkten können oder einen bestimmten Gegner, den wir uns aussuchen können. Und da werden wir jetzt mal nachschauen, wen wir haben. Also, wir könnten gegen Superman kämpfen, wir könnten Thanos nehmen, wir könnten aber auch gegen Spider-Man kämpfen, Venom oder Hulk. Ich würde mal sagen, ich denke, wir nehmen mal heute Superman. Okay, Franklin, wow, sei bereit. Sei bereit. Oh mein Gott, ich bin gar nicht ready. Was soll ich machen? Wow. So, ich hab ihn aufgehoben. Oh mein Gott, nein, mein Spiel, nein. Leute, Superman ist ein bisschen zu stark. Der ist viel zu stark. Okay, wir sind zurück, Leute. Und ich würde sagen, wir nehmen uns jemand anderen. Superman ist einfach zu stark. Ich kann ihn nicht greifen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach mal den Hulk als Gegner, Leute. Welcher wahrscheinlich ein würdiger Gegner ist, den wir vielleicht schlagen können. Deswegen probieren wir unser Bestes. Also, Franklin, mach deine besten Kräfte. Da ist der Hulk. Bam, jetzt hat er Feuer aktiviert. Okay. Komm mir bloß nicht nahe, okay? So, ich werde dich angreifen. Franklin, mach deine Animation... Oh, ich habe eine Sache nicht bedacht. Franklin hat zwar Fähigkeiten, er ist stark, aber seine Gesundheit ist auf einem ganz niedrigen Chi-Level. Ah ja, und mein Spiel ist schon wieder gecrashed. Leute, damit will ich auf jeden Fall sagen, wir beenden heute das Video. Wir haben GTA 5 heute als ein Ninja gespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Vergesst nicht gerne, ein Like da zu lassen und vergesst nicht zu abonnieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. IDZock ist raus, haut rein, Freunde, und ciao.